So, Emmy, ich mach jetzt ein Video und dann mache ich gleich einen Screenshot raus, okay? Ja. Soll ich meine Sonnenbrille anziehen? Ich glaube, du hast die Hand vor der Kamera, oder? Dann mach, wenn du willst. Wie sieht's schöner aus? Okay. Ja. Ich bin jetzt wieder zu Hause und ich schaue gerade Vampire Diaries und Leute, das ist alles wegen Tanja. Weil sie guckt das die ganze Zeit und I was like, Schatzi, wie kannst du das gucken? Weil für mich ist das diese Show so herzzerreißend, sag mal so. Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch allen. Ich hoffe, ihr hattet bis jetzt einen richtig, richtig tollen Tag. Ich bin ein bisschen unterwegs, deswegen bin ich auch gerade nicht am Handy und melde mich ein bisschen wenig. Ich bin jetzt direkt weiter bei einem nächsten Termin und ja, ich hoffe, euch geht's gut. Ja, und ich habe gedacht, wir machen heute nochmal so einen Girls Talk. Ich bin ja momentan, also mir ist gerade ganz wichtig, mentale Gesundheit. Das steht bei mir an oberster Stelle für mich selber, aber auch vielleicht irgendwann anderen dabei zu helfen ja, ich finde das ganz wichtig und ich freue mich schon mit euch über so viele Themen zu sprechen, weil ich das ganz, ganz wichtig finde. Und wirklich die mentale Gesundheit ist so viel wichtiger, als wir überhaupt denken. Und ja, das ist auf jeden Fall meine Priorität. Und ich habe gedacht, wir machen ein bisschen Girls Talk, wenn ihr darauf Lust habt. Was sollte ich denn gegen meine Größe haben? Ich sag euch eins, um Victoria's Secret Model zu sein, musst du 1,77 sein. Ich hoffe, das hilft dir. Oh, herzlichen Glückwunsch, das ist ja der Traum der Träume. Okay, also erstmal hat die keinen Grund, dich nicht zu mögen, wenn du jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, ihrem Erstgeborenen irgendwas angetan hast. Aber andere Sache ist, dass wenn sie wirklich keinen Grund dazu hat, dass du der nicht irgendwas wirklich Fieses angetan hat, dass sie vielleicht nichts mit dir zu tun haben möchte, denke ich immer noch so, dass der Partner trotzdem die Priorität ist und die Nummer eins. Und wenn man sich unwohl fühlt mit einer Situation und der Partner dann trotzdem zum Beispiel wie in deinem Fall, jemand mag dich nicht oder behandelt dich blöd und der Partner dann trotzdem mit diesen Leuten dann abhängt und sich nicht für dich einsetzt und ja, dann bist du einfach nicht seine Priorität. Und das finde ich, das ist ganz, ganz falsch. Und das macht man nicht. Eine Partnerschaft ist auch eine Freundschaft, meiner Meinung nach. Und da ist man einfach Priorität. Und ich meine jetzt nicht irgendwelche verrückten Sachen, wenn du irgendwas Verrücktes getan hast, ne? Sondern im Normalfall. Kein Kontakt zu ihm. Also wenn ihr nicht gemeinsame Kinder habt oder irgendwie sowas, dann auf keinen Fall den Kontakt halten. Ist einfach so. Außer ihr schafft es, miteinander befreundet zu sein, wenn das sowas ist. Okay. Ja, bin ich jetzt schon seit 6-7 Monaten. Das ist wirklich das Allerbeste, was ich hätte machen können. Das ist so wichtig, sowas zu machen, vor allem auch für sich selber. Also nicht nur, wenn ihr jetzt zum Beispiel denkt, mein Gott, das geht nicht mehr weiter oder ich kann nicht mehr oder ich brauche Hilfe, sondern auch einfach für die mentale Gesundheit und was man auch über sich lernt. Hier ist eine Wespe drin. Boah, das finde ich echt sehr schwer. Boah, das ist echt schwer. Boah, das ist wirklich echt hardcore. Wart ihr da schon zusammen? Also, tut mir wirklich leid, aber da musst du wirklich zur Polizei. Das ist dann keine irgendwie, das ist nicht normal oder Liebe oder sonst was, ist dann so richtig Obsession. Okay, weißt du, was das Gute ist? Das sind nur Gedanken, die du hast und du kannst die steuern. Du musst es nur lernen. Du musst lernen, wie du deine Gedanken steuerst. Du musst lernen, wie du überhaupt dich selber kontrollierst. Und das hast du anscheinend nicht.
wirklich lerne, dich selber zu kontrollieren und deine Gedanken. Das ist so, so wichtig, weil nur du kannst dich selber so krass verletzen. Du, diese Gedanken, die du dir machst und die zu, meine Schwester hat mir das mal gesagt, Julia meinte, ich weiß es nicht genau, die Zahlen, die sie gesagt hat, aber das ist so eine geringe Prozentzahl, dass das wirklich zutrifft, dass es niemals zutreffen wird, so wie du dir das ausmalst. Und das Wichtigste ist einfach, versuch, dich selber zu kontrollieren und lerne, dich und deine Gedanken zu kontrollieren, weil du bist die Einzige, die dich so verletzen kann. Warte mal, ich habe was für ihn, für deinen Freund. Das steckt in meiner Hosentasche. Wäre keine schlechte Idee, ne? Einfach so für uns.